Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quick-Tipp von und mit Arno Burger. Heute bin ich auf der Suche nach einer Besprechung. Ich erinnere mich noch, ich habe sie gelöscht, deshalb bin ich hier schon mal in die gelöschten Elemente gegangen und schaue danach und da finde ich sie nicht. Und jetzt ist es so, wenn in Outlook ein Element endgültig gelöscht wird, also aus den gelöschten Elementen heraus gelöscht wird, dann ist es eine Zeit lang immer noch verfügbar und zwar hier über die Schaltfläche gelöschte Elemente vom Server wiederherstellen. Wenn ich da drauf klicke, dann bekomme ich eine Liste mit allen gelöschten Elementen, die in letzter Zeit gelöscht worden sind. Genau genommen sind es bei mir die letzten 30 Tage. Und ich kann jetzt hier über gelöscht am, kann ich sortieren und dann habe ich oben die zuletzt gelöschten Elemente und kann mir jetzt hier zum Beispiel diese Beispielbesprechung raussuchen. Ausgewählte Elemente wiederherstellen ist auch schon ausgewählt. Und wenn ich jetzt mit OK bestätige, dann wird diese Besprechung in meinen gelöschten Elementen wiederhergestellt und ich kann mit ihr jetzt wieder ganz normal verfahren, sie in den Kalender verschieben und so weiter. Das war's für heute mit einem digitalen Quick-Tipp von Arno Burger. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir einen Like oder abonniere auch gerne den Kanal. Und wenn du Fragen hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich, sie dir zu beantworten. Ciao, dein Arno.